Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Electric Techie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch ganz leicht mit einem Arduino ein Entfernungsmesser selber bauen könnt. Ach ja, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann lasst doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Los geht's nach dem Intro. Für den Entfernungsmesser braucht ihr einen Ultraschallsensor für Arduino, ein LCD-Display für Arduino, eine 9-Volt-Block-Batterie mit Anschluss, Kabel für Arduino, ein 10-Kilo-Ohm-Potentiometer, ein Breadboard für den Schaltkreis und natürlich ein Arduino. Als erstes beginnen wir damit, den Sensor anzuschließen. Als nächstes müsst ihr VCC vom Sensor an 5 Volt Output vom Arduino anschließen. Dann müsst ihr GND an GND vom Arduino anschließen und Trig an Pin 7 von Arduino anschließen. Nun müsst ihr nur noch Echo an Pin 6 anschließen und der Sensor ist fertig angeschlossen. Dann nehmen wir uns das 10-Kilo-Ohm-Potentiometer und stecken es unter das LCD-Display. Es ist ganz wichtig zu beachten, dass wir zwei Löcher von rechts freilassen. Dann nehmen wir uns ein männlich-zu-männlich-Kabel und stecken es einen Punkt von rechts auf das Breadboard. Die andere Seite stecken wir auf die linke Seite vom Potentiometer. Dann nehmen wir uns ein weiteres Kabel und stecken es mit einem Loch Abstand zu dem anderen Kabel ins Breadboard. Und die andere Seite stecken wir an den anderen Anschluss von dem Potentiometer. Dann nehmen wir uns ein weiteres Kabel und stecken es an den ganz linken Anschluss vom LCD-Display. Die andere Seite stecken wir zu dem Potentiometer ans andere Schwarzkabel. Ein weiteres Kabel stecken wir direkt neben das andere Schwarzkabel. Die andere Seite stecken wir direkt zum Potentiometer zum anderen roten Kabel. Noch ein schwarzes Kabel stecken wir mit zwei Punkten Abstand zum anderen roten Kabel ins Breadboard. Und die andere Seite stecken wir auch wieder zu den anderen schwarzen Kabeln. Blaues Kabel stecken wir direkt neben das schwarze Kabel ins Breadboard. Nun benötigen wir den Arduino, um das blaue Kabel an Pin 12 am Arduino anzuschließen. Noch ein schwarzes Kabel stecken wir direkt neben das andere schwarze Kabel ins Breadboard. Die andere Seite vom Kabel kommt in Pin 11. Jetzt nehmen wir uns zwei weiße Kabel und stecken sie neben das rote Kabel von links. Das von hier aus gesehen linke Kabel stecken wir auf Pin 3 und das andere auf Pin 2. Wir nehmen uns ein orangenes Kabel und stecken es neben die zwei weißen Kabel. Das andere Ende stecken wir in Pin 4 vom Arduino. Ein gelbes Kabel stecken wir direkt neben das orangene Kabel. Die andere Seite stecken wir in Pin 5. Weiteres schwarzes Kabel stecken wir zu den anderen schwarzen Kabeln. Die andere Seite stecken wir zur GND auf dem Arduino.
Das VCC-Fernsensor stecken wir jetzt aus und stecken es zu den anderen roten Kabeln auf dem Breadboard. Mit einem weiteren Kabel verbinden wir das Breadboard und den Sensor mit dem Arduino bei 5 Volt. Jetzt sind wir fertig mit dem Schaltkreis. Wir bauen uns jetzt eine Hülle für den Arduino. Für die Hülle brauchen wir 6 gleich große Stücke Pappe. Als erstes kleben wir 2 Pappen auf den Boden. Dann nehmen wir uns eine weitere Pappe und kleben sie wie im Video gezeigt an die anderen Pappen. Mit einer weiteren Pappe machen wir das gleiche auf der anderen Seite noch einmal. Jetzt müssen wir nur noch die Elektronik in die Hülle einsetzen. Damit wir auch an die Anschlüsse kommen, schneiden wir uns Löcher in die Hülle. Löcher müssen nicht unbedingt so groß sein wie meine, sie können auch kleiner sein. Damit der Arduino auch fest in der Hülle ist, nehmen wir uns Schaschlikspieße und stecken sie durch die vorgesehenen Löcher im Arduino. Dann kleben wir sie fest mit Heißkleber. Damit die 9-Volt-Batterie auch befestigt werden kann, nehmen wir uns eine Pappe und schneiden sie so zurecht, wie im Video gezeigt. Vorrichtung kleben wir dann an eine Seite von der Hülle. Die Seite, wo das Display ist, schneiden wir wieder auf und bauen sie um, damit man später das Display auch lesen kann. Für die Kabel vom Sensor schneiden wir ein kleines Loch in die Wand, damit man später diese auch rausfinden kann. We'll be right back.
der Entfernungsmesser fertig und wir müssen nur noch das Programm drauf spielen. Ein Link, damit ihr euch das Programm runterladen könnt, ist in der Beschreibung. Die Entfernung wird in Zentimeter angezeigt und ist sehr genau. Ich werde auch noch ein extra Video drehen, wo ich drin erkläre, warum der Sensor nicht auf Stoff funktioniert. Der Entfernungsmesser ist sehr nützlich, wenn man nicht immer ein Maßband verwenden will. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen.